Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Ich bin die Rockkartoffel und wir spielen hier eine Runde entspannte Ender Games. Ich habe schon vorher ein paar Runden gespielt, was heißt ein paar, eigentlich schon zu viele. Und heute läuft es echt gar nicht gut. Mein Ziel wird es jetzt erstmal sein, unter die letzten drei zu kommen. Das dürfte in dieser Runde irgendwie machbar sein. Und wenn es die letzten fünf werden und die Runde war trotzdem gut, dann lassen wir das halt einfach so stehen, ne? Also... So genau müssen wir da jetzt da nicht hingucken. Und allein schon an der Tatsache, dass wir hier totalen Bullshit nur bekommen haben, ist das schon direkt grandios. Also diese Runde macht direkt von Anfang an so verdammt viel Spaß. Man kann es niemandem sagen. Und deswegen mache ich jetzt auch einfach mal zwei Crafting Table und einmal Sticks. Einfach, weil ich es kann. Weil ich es kann und cool genug dazu bin, selbst zu entscheiden, was ich mir mache. Da vorne sind drei Kisten. Was? Was zum 4? 5? Was ist das Problem? Wo lag mein Problem gerade, dass ich da oben nicht eine Kiste bekommen habe? Okay, die Kiste ist gerade hinter mir weggeportet worden. Und schon kommt einer meiner Crafting Table zum Einsatz. Nein, nicht die Crafting Table selbst. Sondern einfach nur einer der Crafting Table. Glück gehabt, mein Freund. Glück gehabt. Okay, wir haben Speed, wir haben Speed, wir haben Speed und werden ihn verfolgen. Wir werden ihn bis zur Vergasung verfolgen. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Okay, ich werde mir jetzt auch mal so ein wunderschönes Enderperlchen in die Leiste unten legen. Und direkt mal den zweiten... Okay. Noch ist nichts passiert. Noch ist nichts passiert. Alles noch im grünen Bereich. Ich schmeiß mal den ganzen Spaß hier raus, weil den sowieso niemand braucht. Wow, doch, da war jemand. What the hell? So, den haben wir. Sehr cool. So, der nächste ist noch ein bisschen weiter weg. Schmeißen wir das halt nochmal raus. Also, da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Und dann läuft das. Der wollte hier mir nochmal das Friedenszeichen zeigen. Aber da dachte ich mir so, nö, mein Freund, du bist mir zu gefährlich. Du siehst mir zu gefährlich aus. Das kann ich leider nicht annehmen, dieses Friedenszeichen. Ich kann es leider nicht erwidern. Und da habe ich ihn ein bisschen weggeschnetzelt, ne? So wie das ja normalerweise auch sein soll bei den Ender Games. Und schon habe ich das Gefühl, dass wir hier eventuell irgendwas machen können. Oh Gott, ich habe das Ding daneben geschmissen. Ach du Scheiße. Was war das denn gerade für eine Aktion? Da haben wir... Wollte ich gerade eine Enderperle schmeißen. Und was ist passiert? Ja, wir wurden geportet. Super. Das war ja sehr nett von dem Server. Jetzt haben wir eine Enderperle weniger. Vielleicht brauchen wir zum Schluss dann doch 5, um zu gewinnen. Und haben jetzt nur 4. Hm. Und was genau haben die Illuminaten damit zu tun? Das ist natürlich auch so eine Sache. Boah, wat? Word, word, in the bird. Eventuell können wir jetzt hier drei Kisten looten. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ist das etwa eine... Ah, das war gar keine... Das ist meine erste Workbench! Das ist ja mal geil, dass wir die nochmal finden. Dass wir so groß und erwachsen nochmal werden. Also wie weit die alle von uns weg sind, wie viele leben denn noch? Einige. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Warum sind die alle so weit weg? Okay, wir haben sonst nicht mehr viel zu essen. Das ist unser letztes Brot. Und den Speedblock nehme ich natürlich mit. Speed ist nie verkehrt. Besonders wenn der Gegner so weit weg ist wie der hier. Und er kann theoretisch, wenn er nicht auch einen Speedblock hat, nicht von uns wegrennen.
Alter. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich wäre jetzt voll ausgeflippt, wenn wir jetzt das Ding nicht gewonnen hätten. Okay. Das hier weg. Iron Sword mit Sharpness. Nee. Iron Chestplate, das finde ich doch mal gut. Leather braucht keine Sau. Okay. Ich weiß ja nicht viel, aber was ich weiß, ist, dass jetzt einer der wenigen, die jetzt noch hier leben, eine ordentliche Ausrüstung bekommen hat. Okay, wir haben nicht genug Leben, ganz ehrlich. Deswegen, wir sollten jetzt schleunigst verschwinden. Den Kampf kann ich nicht gewinnen. Das war bisher immer so ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin immer in Kämpfe reingegangen, die ich eigentlich gar nicht gewinnen konnte. Und deswegen bin ich sehr oft gestorben. Hab mich natürlich dann auch ein bisschen genervt immer. Aber irgendwo war es ja auch meine eigene Schuld, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt ordentlich was dabei. An Essen, Trinken und dem ganzen anderen Schissel. Und wir werden natürlich auch direkt schon wieder verprügelt. Mal sehen, was der jetzt hinter uns macht. Der ist ein bisschen weiter weg. Vielleicht lässt er mich ja in Ruhe. Vielleicht lässt er mich einfach in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du Arsch! Warte, ich will nur die letzten drei kommen. Wir sind noch keine drei. Wir sind viel mehr. Alter, ist das ein Doofkopf, ey? Der soll mich jetzt in Ruhe lassen? Versuchst du mich auch noch mit Pfeilen zu hitten? Und was weiß ich was alles? Diese doofe Nudel. Ja, das habe ich zufälligerweise gerade gesehen, mein Freund. Da kannst du leider nichts für, wenn ich da einfach zu schlau für bin. So einfach kriegst du mich nicht. Okay, hau bitte ab. Hau einfach ab. Lass es sein, mein Freund. Du wirst sowieso nur sterben. Du wirst keine Oh. Alter, wie gut. Kann er nicht mal irgendwer changen und mich dann hier aus dem Fight befreien? Okay, werde ich jetzt da wieder hingeportet? Scheiße, ich werde da tatsächlich nochmal hingeportet. Oh, da ist jemand direkt neben uns. Er hat uns aber komplett ignoriert, was ich auch relativ geil finde gerade von ihm. Vielen Dank dafür, mein Freund. Ich hoffe, bei ihm ist näher jemand dran als bei mir. Wir sind ja relativ gut ausgerüstet, aber wir haben halt auch nicht so den übelsten Durchbruch jetzt. Also wenn wir jetzt Kacke bauen, dann bauen wir richtig Kacke. Okay, wir sind aber unter den letzten drei. Das heißt, jetzt geht's um den Sieg. Jetzt geht es um den Sieg und um nichts anderes. Liebe Freunde, ich bin on the row. Ich werde versuchen, hier irgendwie irgendwas zu reißen. Und der dürfte doch drin sein, oder? Wow, habe ich mich gerade selbst getroffen? Ernsthaft? Alter, kann er mal aufhören wegzurennen? Das geht mir genauso wie vorhin dem anderen oder jemand anderem. Wow. Okay. Gar keine gute Idee. Könnte ich bitte weggehen da, danke. Er ist einfach voll gegen den Baum geklatscht. Okay, ein Steak.
hau ich mir jetzt mal rein. Geh doch lieber auf den anderen, genau. Der sich mittlerweile auch schon wieder überlegt hat, woanders hinzugehen. Toll. Wundervoll. Das ist ja echt spannend hier, wie wir uns hier abtasten. Hi, na? Treff dir nicht, ich bin dafür zu schlecht. Menno. Wie sieht denn meine Ausrüstung im Gegensatz zu deren Ausrüstung aus? Stimmt immer noch total kacke. Und klein und popelig. Wenn man auf die drauf geht, packen die bestimmt ihre Dia-Sachen aus. Okay, wie viele Leute sind wir denn noch? Immer noch die drei Elite-Typen. Ja, das hat wohl nicht funktioniert, mein Freund, wa? Es tut mir relativ leid. Okay, mein Freund, komm her. Oh, was? Hä? Wurde von Rockkartoffel getötet, hat scheinbar eine Enderperle geworfen und ich habe dafür den Kill bekommen. Das finde ich doch mal super. Okay, haben wir Spinnennetze oder so irgendwas? Nee, haben wir nicht. Nur eine Frage habe ich jetzt noch. Hallo? Ah. Eine Frage habe ich jetzt noch. Warum läuft der Typ von uns weg? Come at me, Bro. Come at me. Jetzt möchte ich das Finale gerne haben. Jetzt habe ich richtig Bock auf das Finale. Komm schon. 100 fucking 90 Blöcke. Okay, wir laufen aufeinander zu, wie es aussieht. Abtastphase ist vorbei. Jetzt wird getötet. Oder vielleicht auch nicht. Er läuft nämlich nochmal von mir weg. Was will der denn? Warum läuft der die ganze Zeit weg? Der holt sich doch jetzt nicht ernsthaft noch bessere Ausrüstung, oder? Eck. Ja, cool. Das Eck bringt mir echt wahnsinnig viel. 40 Blöcke. Okay, komm her. Nein! Okay, das muss ziemlich knapp gewesen sein. Wir sind einfach frontal aufeinander draufgegangen, ohne irgendwas abzuwarten und er hat da eindeutig gewonnen, weil er halt noch diese Diamantstiefel anhatte und ich glaube, die haben es jetzt auch noch rausgehauen. Vielleicht hat er auch noch sein Schwert verzaubert gehabt, das habe ich jetzt aber nicht beachtet. Vielleicht könnt ihr das ja mal in der Aufnahme betrachten. Und da würde ich einfach sagen, wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst einfach eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Runde wieder bei Minecraft oder überhaupt auf Rockkartoffel LP. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!